Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 23 Manager Modus mit dem ersten FC Saarbrücken. Im nächsten Spiel steht die Spielvereinigung Bayreuth. Nicht bei uns, aber bei sich zu Hause. Wir fahren dahin, um den mal kräftig den Arsch zu versohlen. Wir haben eine Ausbeute von 6 Punkten aus 3 Spielen. Siegen, eine Niederlage, 12:8 Tore. Die Gegentore waren allesamt total unnötig. Aber ich würde sagen, unsere Tormaschinerie läuft ziemlich gut auf Hochtouren. Immerhin haben wir 4 Tore pro Spiel im Schnitt. Und wenn es richtig gut läuft, könnten wir ja auch an Meppen und Dresden vorbeiziehen. Zur Aufstellung noch eine kleine Info. Wie schon in der letzten Folge erwähnt, würde ich unserem Stürmer Grimaldi noch eine Chance geben, in diesem Spiel etwas besser abzuschneiden, beziehungsweise er fällt halt auch nicht so auf und ist halt allein von seiner Körperstatur her etwas sperriger. Und geben ihm jetzt in diesem Spiel noch eine Chance, wenn Rabihic reinkommt und wieder besser abschließt, würde ich sagen, spielt Rabihic ab dem nächsten Spiel vorerst mal Damm. Und ansonsten haben wir auch in der letzten Folge unsere Aufstellung von einem 4-1-3-2 in ein 4-4-2 geändert. Meine persönliche Lieblingsformation, komme ich am besten mit klar, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Und ja, wir spielen in Bayreuth. Sarah Treppe ist Schiedsrichterin. Weltklasse, 5 Minuten, let's go. Die Cutscenes, muss ich ja nicht jede Folge erwähnen, ne? Wir stellen auf Offensiv und die Bayreuther stoßen an. Und da direkt der Fehlpass von den Bayreuthern. Schön Grimaldi auf Jakob und der nach einer Minute 33 mit dem 1:0. Ja, sensationell, Freunde. Das nenne ich mal ein Spielstart. Hier direkt der Fehlpass und Grimaldi steckt durch auf Jakob. Der lässt sich nicht zweimal bitten und haut das Ding in den rechten Eck. Naja, flänzt in den rechten Eck. So, dann würde ich sagen, machen wir am besten direkt so weiter. Super verteidigt von Rizzuto. Gibt einen Wurf für die Bayreuther. Ach, schade. Wo sind denn meine Sechser? Und da direkt der nächste Fehlpass von den Bayreuthern. Diesmal ein Wurf für uns. Günther Schmidt. Mit dem Seitenwechsel auf Neudecker. Der legt nochmal zurück auf Dominik Ernst. Gnase. Boah. Bisschen ruppig an der Mittellinie. Hier zu Fall gebracht worden. Gibt aber keine Karte. Gibt nur eine Verwarnung. Denke, ist vertretbar die Entscheidung. Seitz. Mit dem kurzen Ball auf Böder. Günther Schmidt. Ja, flankt doch einfach mal. Und Grimaldi kriegt leider nicht genug Druck hinter den Ball. Und da ist die Kontermöglichkeit für die Bayreuther. Stark von Manu Zeitz. Sehr schön. Ja, mir haut immer, also wenn der Gegner über die Außen kommt, haut mir immer ein Innenverteidiger ab nach außen.
Dementsprechend ist das hier das 2:0 durch Sebastian Jakob mit seinem zweiten Treffer in der 15. Minute. Bisschen, ja, lasch reingebrungen von Neudecker, war aber auch ziemlich spitzer Winkel. Und der Ball geht von dem Bayreuther Verteidiger auf Sebastian Jakob und der braucht ja nur noch einzuschieben. Ja, wie gesagt, wenn der Gegner über die Außen kommt, geht mir immer ein Innenverteidiger auf die Außen, obwohl ich eingestellt habe, zentral orientieren oder halt in der Mitte bleiben, Mitte abdecken. Und ja, dann steht man halt ganz schnell mit einem Innenverteidiger gegen zwei oder drei Stürmer. Das ist das 3:0. Diesmal Jakob auf Neudecker. Jakob bedankt sich für die letzten zwei Tore mit einem Assist und dem, ich weiß gar nicht, ersten oder sogar schon zweiten Saisontor von Richard Neudecker. Auch der hat das leere Tor vor sich und braucht nur noch einzuschieben. Ah, war sogar sein erstes Saisontor. Ja, gut, noch 4 Spielen als Außenspieler. Ist okay, würde ich sagen. Ah, ja, schade. Der Ball kommt nicht durch von Grimaldi. So, da ist Rizzuto. Der wird ja mal ein bisschen angetitscht. Und Böder wechselt auf die rechte Seite von Dominik Ernst. Grimaldi steckt wieder durch. Jakob kriegt den nicht mehr. Und die Bayreuther haben ziemlich zähen Spielaufbau. Und dieser Pass von Dominik Ernst war ziemlich schwach, aber Dave Knase holt ihn sich wieder und direkt mit dem Wechsel auf Rizzuto, der legt nach außen auf Günther Schmidt. Dieser hat Platz, bringt ihn einfach mal rein und ach, da ist Jakob mit dem Lattentreffer, hätte sein drittes Tor an diesem Tag sein können. Böder fängt das Ding super ab. Ja, ich bin im Moment noch ein bisschen ratlos, was... Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Einfacher kann es nicht mehr gehen. Grimaldi mit dem Tor, mit dem 4:0 in der 35. Minute. Ja, das muss man uns jetzt nochmal genauer ansehen. Also Neudecker flankt auf Jakob. Der spielt irgendwie ganz komisch rüber und Grimaldi läuft mit dem Ball ins Tor. Das ist ein bisschen kuriose Szene. Ja, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen ratlos. Wie man das mit Backup-Spielern machen. Ich persönlich hoffe eben so ein bisschen auf die Jugendabteilung, dass da was kommt, was Gutes. Vor allem, was die 6er- bzw. 8er-Position angeht. Und ja, Grimaldi über außen. Das kann ja eigentlich nichts Gutes werden, außer er spielt so einen Pass. Jakob auf Kerber, der kommt leider nicht an. Und jetzt die Bayreuther im Gegenstoß. Na, Knase wird da ein bisschen schwindlig getanzt. Warum hat Manu Zeitz eigentlich gelb schon wieder? Kerber auf Jakob und Neudecker. Der hat Platz, der Junge. Der hat richtig Platz. Auf Grimaldi. Und der kurz vor der Halbzeit mit seinem zweiten Tor und dem 5:0. Auch hier wird einfach locker easy von der Außenbahn in die Mitte gelegt und dann aufs leere Tor geschossen. Also Bayreuth, wie ich erwartet hatte,
ein nicht allzu starker Gegner. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Zumal in der abgelaufenen Saison Saarbrücken ja auch, ich glaube, im Hinspiel war das auch ziemlich hoch gewonnen hat gegen Bayreuth. War auch irgendwie 5-0 oder so. Nur, dass das hier ein Spiel ist und wir eben zur Halbzeit schon mit 5-0 führen. So, wie sieht's wechselmäßig aus? Ich würde sagen, Grimaldi geht raus für Rabihic und ansonsten passt alles. Ja, den Zeitz müssen wir so ein bisschen im Auge behalten, dass der sich jetzt nicht in der zweiten Halbzeit die Gelb-Rote fängt. Aber ansonsten bleibt erstmal alles beim Alten, auch wenn dieser Pass nicht ankommt, aber ebenso wenig von den Bayreuthern. So, Günther Schmidt auf Jakob. Rabihic direkt mit dem ersten Schuss und der holt eine Ecke raus. Kerber kommt leider nicht an. Gnase, vielleicht Neudecker? Ne, der war viel zu lasch geschossen. Viel zu lasch. Hätte ich auch im Schlaf gehalten. Kommt leider nicht mehr an. Sergio Busquets wechselt zu Arsenal. Das ist ja ganz wild. Dass der überhaupt noch spielt. Der ist ja auch schon gefühlte 50. Rizzuto. Was war jetzt dann schon wieder? Wo war das ein Foul? Wo war das ein Foul? Gerne zurückspulen und mir Bescheid sagen, wo das ein Foul war. Beziehungsweise ich kann ja auch nachher beim Schneiden selbst gucken. Sehr schön abgewehrt von Dominik Ernst, von dem man immer, also nie wirklich viel sieht während dem Spiel. Es sind immer nur so kleine Szenen wie hier so ein Ballverlust. Kleiner Spaß. Ja. Anscheinend können wir kein Spiel zu Null spielen. Das ist das 1-5. Durch Markus Zierreis und ja, was soll ich sagen? Der Typ, der haut das Ding einfach rotzfrech in den Ecken und machst du nichts mehr als Tormann. Jakob raus, Kuni kommt, dann wie machen wir das? So machen wir das. Tölke. Gauss geht mal auf die rechte Außenverteidigerposition. Was haben wir noch? Scheu haben wir noch. Okay. Ich würde sagen, nee, das wollte ich jetzt nicht. Sagen, Neudecker Stürmer neben Kerber. Und Zeit hat mal Feierabend für heute. Weil ich möchte eigentlich keine gelb-rote Karte riskieren. So, 60 Minuten sind gespielt. Führung ist zwar immer noch deutlich mit 4 Toren, aber müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier das Fußballspielen nicht vergessen, ne? Ja, es war ganz schwach von Tölke. Er könnte im Abseits gewesen sein. Nö. So, Rizzuto kriegt den nicht. Böder auch nicht. Und da ist nicht das 5-2. Weil der Pfosten das erstmal verhindert. Aber die Bayreuther sind immer noch dran. Ach, ich wollte gerade schon sagen, sehr schön abgegrätscht von Gauss. Aber Barzi fängt das Ding ab und haut ihn gleich auf die Außenbahn zu Günther Schmidt und der auf Rabihic. Ja, jetzt ganz, ganz viel Platz. Ganz, ganz viel Platz. Ja. Hätte er mal lieber auf Kuni gespielt, ne? Ja, von Kuni bin ich
sehr enttäuscht. Der Typ, der hat ja gar nichts auf dem Kasten. Also der hat irgendwie im ersten Spiel oder so, hat er 3 oder 4 Mal alleine vorm Tor gestanden und haut das Ding an Posten oder vorbei. Was Scheuder macht, weiß jetzt auch gerade keiner. Auf jeden Fall ein Einwurf für die Gastgeber. Der wird auch kurz ausgeführt. Sehr schön abgefangen. Rabic. Zack. Da ist das 6:1. Kasim Rabic. Abgefangen, 1-0 gespielt. Und eiskalt verwandelt. So, dann sind es noch 10 Minuten. In denen es jetzt noch gilt, das Ding locker runter zu spielen. 5 Tore in 4 Spielen, Rabic. Mensch, der Mann, der ist ja in Topform. Gauss auf neue Decker. Er spielt zu spät. Ja, vielleicht sollte ich auch mal aufhören, Y zu halten, dass der Torwart auch wieder reingeht. Dieses Tor ist absolut unnötig. Und ich würde mal gerne wissen, ob ich es überhaupt schon mal geschafft habe, in diesem FIFA-Teil mal unter 2 Gegentore zu bleiben. Zumal ich glaube es nicht. Ja, Tölke, klasse verteidigt. Sehr schön wieder zurückerobert von Neudecker auf Rabic. Der kommt nicht an. Stark von Kerber. So. Rabic jetzt auf Kuni. Und Kuni schon wieder nicht gemacht. Das gibt's doch nicht. Der Typ, der kann ja echt gar nichts. Also, nichtsdestotrotz 6:2 der Endstand. Viertes Spiel, 3. Sieg. Wir nähern uns langsam aber sicher der Tabellenspitze. Rabic heute wieder sensationell gespielt, aber Grimaldi, muss ich ganz ehrlich sagen, Grimaldi hat mir heute besser gefallen. Der hat nämlich, glaube ich, ja, 1 Vorlage und 2 auch selbst verwandelt. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir dem Grimaldi noch eine Chance. Sehr gerne sogar. Und ja, mal wieder den Luca Schnellbacher zu verpflichten. Und zwar für 980. Sie wollen immer Jakob. Pass auf. Ich gebe dir einen anderen Spieler. Der heißt Marvin Kuni. Und dann will ich hier aber nichts mehr hören. Ich gebe dir Kuni und das war's. Da sind immer noch 1,6 Millionen. Also, ne? Ja, das will ich aber schwer hoffen. Jetzt hoffen wir, dass der Luca Schnellbacher hier auch noch mitspielt. Also, der kriegt... Oh, wo steht denn das? Ja, auf jeden Fall, der kriegt halt 1200 Euro. Ich mag den aber auch. Komm, ich versuch's einfach mit 2. Oder hatte ich das nicht schon im letzten Versuch?
Er will eine wichtige Teamrolle, er kriegt eine wichtige Teamrolle. 2 Jahre, er kriegt 3, die wird er auch annehmen, aber sicher keine Freigabesumme, bin ich dabei. So jung, dann lach doch mal was vor. Mensch, warum schlägt er da nie was vor? So, ne, 9 wollen wir nicht geben, 2... 2,5, also ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, aber ich verteile nie Einstiegsboni oder irgendwelche anderen Boni. Der kriegt sein Gehalt. Ja, okay, komm, mach mal hier noch Tore. Wenn er 25 Tore geschossen hat, kriegt er 200.000 noch. Oh, machen wir es. Also wenn er jetzt nee sagt, ne, dann ist zu niedrig. 3.000. Yo. Was will der noch? Ein Einstiegsbonus von 25. Ja, der Typ, der hat es echt nicht mehr, Alter. Gar nichts kriegt er. 3.000 Gehalt kriegt er, aber Einstiegsbonus kannst du knicken. Du kriegst keinen Einstiegsbonus, Junge. Gibt's nicht. So. So ist das. So ein Ding ist das. Somit haben wir unsere erste Verpflichtung mit Luca Schnellbacher von unserem Erzrivalen SV Elversberg. Ja, ich denke mal, die Cutscene müssten eigentlich auch alle kennen. Das ist jetzt nichts Dramatisches. So, da haben wir eigentlich noch Geld offen, oder? Weil, was für Kretschmer Biade. Ja, wie gesagt, eigentlich haben wir jetzt noch Geld offen. Bei den Elversberger 600.000. Aber was soll ich machen? So, dann würde ich mal sagen, ja gut, sehr schön, der hat direkt hier was eingenommen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Wir stehen immer noch auf dem 3. Platz mit 9 Punkten aus 4 Spielen. Sehr viele Tore geschossen, aber viel zu viele kassiert. Dann bin ich ehrlich, hätte ich lieber erst 10 Tore nach 4 Spielen und dafür aber keine Gegentore. Aber naja, wir arbeiten hier an uns. Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Wir haben unseren ersten erfolgreichen Transfer vollzogen und im nächsten Spiel geht's zu Hause gegen den FSV Wickau und natürlich wird dann auch direkt der neue Stürmer getestet. Wir sind gespannt und vor allem freuen wir uns drauf. Bis dann, Freunde, macht's gut.